Überall dort, wo die Industrien sich zu Revieren verdichten oder wie hier im großen Seehafen, wo sich Handelswege kreuzen, knüpfen sich die Schienenwege zu unübersehbaren Gleisbündeln. Auf ihnen rollen Tag und Nacht die Züge vom Hafen in die Tiefe des Hinterlandes und des Kontinents und kehren ebenso beladen zurück. Tag und Nacht spannen Lokomotiven ab, die die schwer ausgelasteten Züge heranfuhren, machen Rast im Bahnbetriebswerk, fassen Kohle und Wasser, um bereit zu sein, neue Züge zu fahren. Kohle kann an jede Stelle des Landes gefahren werden. Wasser aber ist eine Lebensfrage des Standorts. Kaum vorstellbar sind die Wassermengen, die sich täglich in die Tender der Lokomotiven ergießen und in den Kesseln verdampfen. An das Kesselspeisewasser werden ebenso hohe Ansprüche gestellt wie an das Trinkwasser, will man nicht betriebsbehindernde Schäden an den Kesseln hinnehmen. ...2500 Kubikmeter Wasser verbraucht allein dieses Bahnbetriebswerk in 24 Stunden. Wasser genug, um eine Stadt mit 25.000 Einwohnern zu versorgen. Schon mit Beginn der Eisenbahngeschichte bemühten sich die Ingenieure, gutes Wasser in den notwendigen Mengen zu erschließen. Doch das Sinken des Grundwasserspiegels und die Verschmutzung der Flüsse durch Industrieabwässer bereiten ihnen heute immer größere Sorge. Weit hinein ins Land, aus dem Bereich der Städte hinaus müssen sie gehen, bis sie geeignetes Wasser finden. Dem Laufe des Flusses folgend bis hinter die Schleuse, um nicht abhängig zu sein vom wechselnden Wasserstand der Gezeiten. Und dann beginnt in der Landschaft die Arbeit des Landmessers, der die günstigste Trasse für die zu bauende Rohrleitung sucht. Punkt für Punkt wird ermessen und nivelliert. Auf den Pfählen der Markierung werden Höhen- und Seitenlage festgehalten. Aus den einzelnen Punkten ergibt sich im Plan des Vermessers die Linienführung der Leitung. Sie führt auf kürzestem Wege durch das Bauernland und schmiegt sich an die Eisenbahnlinie und Straße, um so wenig wie möglich im Privatland zu stören. Auf ihrer Länge von 12 Kilometern durchquert sie im Düker den Flusslauf, presst sich durch Dämme und Rampen der Straßen und unterfährt am Ende das breite Band der Gleise, um im Wasserturm zu enden. Dann kommt der Tag, an dem die ersten Rohre auf der Ladestraße vom geländegängigen Lastwagen übernommen und sorgfältig festgezurrt werden. Denn groß ist die Beanspruchung an Fahrzeug und Ladung bei der Fahrt über Stock und Stein. Tag aus, Tag ein sind die Fahrer am Werke, um über 2000 Rohre längs der Trasse zu verteilen. Der größte Teil der Leitung führt durch moorigen Boden und es gilt, sie gegen Korrosion durch die sauren biologischen Wirkstoffe zu schützen. Nachdem die Oberflächen der Rohre gereinigt und peinlich getrocknet sind, werden sie einzeln in einer tragbaren Vorrichtung leicht drehbar aufgehängt. Auch der letzte Schmutz wird entfernt. Ein besonderes Steinkohlenteerpech wird in den Kesseln bis auf 150 Grad erwärmt. Die isolierende Schicht muss absolut dicht in ihrer Oberfläche heiß aufgetragen werden.
Das besorgt ein fahrbarer Fülltrichter mit einer Gießtülle, deren Öffnung verstellbar ist. Alles ruht auf einem fahrbaren Support, dessen Vorschub von der Drehung des Rohres über Kegelräder gesteuert wird. In einem Guss lässt sich die erforderliche Stärke der Isolierschicht nicht auftragen. Drei Schichten werden nacheinander aufgebracht, um die absolute Gewissheit zu haben, dem Rohr die schützende, isolierende Hülle zu geben. Von Hand wird dann das Muffenende vergossen. Ein weiterer Schutz gegen den sauren Boden ist der Kalkanstrich, der außerdem die übermäßige Erwärmung der Bitumenumhüllung verhindert. Die Lebensdauer der teuren Leitung hängt wesentlich von der Qualität ihres äußeren Schutzes ab. Und wenn auch sorgfältige Arbeit der Baufirma Voraussetzung ist, so werden zur Sicherheit immer wieder Stichproben gemacht, um die vorgeschriebene Stärke der Isolierschicht zu prüfen. Fünf mm Stärke der Schicht war verlangt. Die Rohre und Formstücke der Leitung sind vollständig herangefahren, vorbereitet und neben der Trasse gelagert. Und nun beginnt das Ausschachten. Die teure, langwierige und beschwerliche Handarbeit übernimmt der wendige, leistungsstarke und fast in jedem Gelände einsetzbare Bagger. Die Richtung und Höhenlage des Rohrgrabens wird laufend durch Nivellieren über die vom Landmesser festgelegten Bezugspunkte kontrolliert. Der Rohrbettrahmen wird auf der Grabensohle jeweils um Rohrlänge vorgezogen, genau ausgefluchtet und nivelliert. Er stellt eine Maßschablone für das Rohrbett dar, das mit der Rohrbettschaufel formgerecht gezogen wird. Kalk neutralisiert den sauren Boden und dann werden in das so gut vorbereitete Bett behutsam die schweren Rohre einzeln hineingelegt. Auf das Ende des neu hinzugelegten Rohres wird zunächst der Schraubenring gestreift und unmittelbar an der vorderen Rohrkante anliegend der Gummidichtungsring gestülpt. Vom Drahtzug gezogen, drückt die Rohrbürste den eingedrungenen Sand vor sich her und verschwindet im neu gelegten Rohr. Das Muffengewinde wird peinlich gesäubert und dann schiebt sich das Rohrende langsam in die Muffe bis zum festen Anschlag. Das gekröpfte Holz treibt die Gummidichtung weiter hinein, bis sie ringsherum satt anliegt, aber immer noch von dem Schraubenring angepresst werden kann. Kräftige Schläge mit dem Schlagholz ziehen den Schraubring fest. So einfach diese Methode erscheint, erfordert sie große Erfahrung und gewissenhafte Arbeit, soll die Leitung später überall absolut dicht sein. Flussläufe, wie hier die Lesum, sind kein unüberwindbares Hindernis. Die Zeichnung macht deutlich, wie diese Aufgabe gelöst wird. Wie im Festland wird auch im Flussbett ein Rohrgraben ausgehoben. An kräftigen Jochen hängt ein in sich geschlossenes und besonders bewährtes Rohrstück, der Düker. Die Schwierigkeit besteht darin, wie wir später sehen werden, diesen Düker über dem Wasser hängend zu montieren. Der Düker ist in seiner Linienführung ein Abbild des Querschnitts der Flusssohle. Die Winden auf den Jochen lassen ihn gleichmäßig herunter, sodass er auf der Flusssohle in der Dükerrinne aufliegt. An seinen freien Enden am Ufer werden dann die Rohrleitungen angeschlossen. Der auf Pontons gesetzte Bagger hebt aus der Flusssohle den Rohrgraben aus, der später den Düker aufnehmen soll. Auf besonderen, über den Fluss geschlagenen Arbeitsbrücken übernehmen die Kipploren den Aushub.
Er wird zunächst am Ufer gelagert, um später zum Verfüllen wieder herangebracht zu werden. Über dem ausgehobenen Bett werden dann die starken Dükerjoche gebaut. Sie werden aus kräftigen, in den Grund des Flusses gerammten Pfählen zimmermannsgerecht zusammengefügt. Auf sie kommen die Winden, die den Düker absenken werden. Beschwerlich ist die Arbeit über dem Fluss bei Wind und Wetter und im schwankenden Boot. Und nun ist es soweit. Am Ufer wurden die einzelnen Teile des Dükers montiert und zur Versteifung für den Transport mit einem kräftigen Trägerwerk versehen. Der Düker muss in der Luft über der Dükerrinne schwebend in seiner ganzen Länge zusammengefügt werden. Dazu werden zunächst die Einzelteile eingeschwommen und von den Flaschenzügen und Winden angehoben. Deutlich zu sehen hängt ein Dükerteil in den Böcken, während das Anschlussstück hineingefahren wird. Zentimeter um Zentimeter heben es die Winden hoch, damit in der Verbindungsstelle die Flanschen passgerecht gegeneinander kommen. Denn während die Rohre normalerweise mit Schraubmuffen verbunden wurden, werden diese Verbindungen hier durch Flanschen hergestellt, da die Dükerleitungen besonderen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Am linken und rechten Flussufer hängen die fertigen Dükerteilstücke in den Flaschenzügen. Sie folgen in ihren Konturen dem Querprofil des Flussbetts. Und dann wird das Mittelstück in einer Schiffsverkehrspause eingeschwommen. Um es schwimmfähig zu machen, wurden Tonnen angezurrt. Auch das Mittelteil wird von den kräftigen Haken der Kräne erfasst und langsam und gleichmäßig angehoben, bis wieder Flansch vor Flansch steht. Nachdem die Flanschschrauben angezogen sind, bilden die Dükerleitungen ein in sich geschlossenes Ganzes. Bevor der Düker abgelassen wird, wird die Dichtigkeitsprobe gemacht, da später etwaige Undichtigkeiten kaum zu beheben wären. Nun wird auch um die Verbindungsstelle herum die hölzerne Schutzverkleidung gezimmert. Diese Hohlräume werden sorgfältig mit Bitumen ausgegossen. Der Düker ist fertig. Die mit Spannung geladenen Stunden seines Absenkens sind gekommen. Behutsam und gleichmäßig arbeiten die Winden. Die Signale des Bauleiters, der die Verantwortung für das Gelingen des Werks trägt, sind Befehl für alle. Langsam senkt sich der Düker in seiner ganzen Länge in das Wasser, um sich in die vorbereitete Rinne zu schmiegen. Ein schwieriger Bauabschnitt ist glücklich zu Ende gebracht. Und wenn am Lande die Verbindungen hergestellt sind, ist der Flusslauf kein Hindernis mehr für die Leitung. Doch nun muss der Taucher erst die versteifenden Gitterträger entfernen und die Lage des Dükers eingehend am Grunde des Flusses kontrollieren, bevor die ausgehobene Dükerrinne mit dem am Ufer gelagerten Aushub wieder verfüllt wird.
Immer weiter wächst die Leitung und erreicht allmählich das Weichbild der Stadt. So wenig wie der Flusslauf sie aufhielt, sind Straßen und Bahndämme für sie ein Hindernis. Der Verkehr soll möglichst wenig, wenn überhaupt, gestört werden. Deshalb schneiden die Rohrleger die Dämme nicht in offener Baugrube an. Ein Schutzrohr mit erheblich größerer Weite als die Rohrleitung wird durch den Damm gepresst und schafft so die Öffnung, um die Leitung nachziehen zu können. Das Schutzrohr hat dabei eine doppelte Aufgabe. Mit ihm wird der Damm durchbohrt und gleichzeitig der Damm gegen Unterspülungen geschützt, wenn an ihm die Leitung undicht werden sollte. Eine Schaufel an langem, stählernen Rohrstiel wird immer wieder hineingestoßen, um das Schutzrohr von dem sich hineinpressenden Sand zu räumen. Und noch ein Damm muss überwunden werden, bevor die Leitung im Wasserturm endet. Hier die Eisenbahn mit ihren Gleisen, auf denen Tag und Nacht der Verkehr rollt. Auch dieser technische Vorgang soll mit der Zeichnung verdeutlicht werden. Die kräftigen Druckstempel stützen sich auf der einen Seite gegen das Widerlager und schieben das Schutzrohr mit unwiderstehlicher Kraft in den geschütteten Boden des Bahndamms. Rohr setzt sich hinter Rohr, bis der Damm durchstoßen ist. Und dann wird durch den so gebohrten Tunnel die Rohrleitung geschoben. Am Fuße des Dammes heben die Arbeiter die Baugrube aus. Sie nimmt die notwendigen Geräte auf. Obwohl nur von Hand bedient, erzeugt diese Pumpe den für die Arbeit notwendigen Druck. Dieser auf den Querschnitt der Stempel übertragene Druck ist kräftig genug, um das Rohr langsam und stetig in das Erdreich zu pressen. Fast feierlich ist ihnen zumute, wenn die Männer das letzte Rohr für die Leitung heranrollen. Im Innern des Wasserturms werden die letzten Schrauben bei der Installation der Ventile und Formstücke festgezogen. Es ist wohlverdienter Lohn für die Mühsal der Arbeit, wenn nach dem Öffnen der Ventile sich das Wasser im mächtigen, kristallenen Schwall in das Becken des Turmes ergießt. Bei Tag und bei Nacht, Jahr ein und Jahr aus, genügend Wasser für Lokomotiven. Dies die Aufgabe, die Ingenieure und Arbeiter in harter Arbeit bei jeder Unbill der Witterung lösten. Wasser für Lokomotiven.